Huhu Leute, ich bin Flasche, willkommen zu einem weiteren Guild Wars 2 Guide. Heute zu den legendären Orin-Waffen in der Primordus-Variante. Endlich sind die Version des letzten Altdrachen herausgekommen. Suwon, die Mutter der Drachen, fehlt zwar noch. Und ob es dann vielleicht auch noch eine leere Variante geben wird, wissen wir aktuell noch nicht. Aber von den normalen Altdrachen fehlte nur noch Primordus. Und das ist jetzt mittlerweile rausgekommen, wie ihr seht. Ich habe mir das Großschwert auch wieder gebaut. Und heute im Guide werden wir uns angucken, wie man diese Waffen baut. Es ist nicht sehr schwer. Und gucken am Ende natürlich auch, was die besonderen Effekte dieser Variante sind. Und natürlich auch am Ende die besondere Kill-Animation. Das Ganze geht eigentlich los wie jede Waffe. Wir müssen in Arborstein zu Laivas. Dieser NPC ist erst da, wenn ihr die Arborstein-Wiederbelebungsbeherrschung auf Globalisierung habt. Das braucht ihr mindestens. Und dann könnt ihr hier im zweiten Tab, bei dem zweiten Kaufmenü, könnt ihr dann wie immer hier diese Schuppensplitter kaufen. Hier müsst ihr alle vier kaufen für Karma, Ambra, was ihr durch Angeln bekommt, Forschungsnotizen, Gold und auch die Geisterscherben. Und wenn ihr diese vier Items habt und im Inventar doppelklickt, schaltet ihr damit die Sammlung Orins Aspekt des Feuers frei. Das erste, was ihr machen müsst, ist dann den Mega-Zerstörer bekämpfen. Das ist ein ganz normaler Open-World-Boss aus Zentral-Tyria, also das könnt ihr sogar theoretisch mit dem Grundspiel machen. Ich werde euch einen Link in die Videobeschreibung zum Event-Timer packen, dass ihr sehen könnt, wann der Mega-Zerstörer immer kommt, denn der ist auf einem globalen Timer und in dieser Liste könnt ihr einfach rausfinden, um welche Uhrzeit der im Mahlstromgipfel im Vulkan spawnt, um den dann einfach zu besiegen bzw. zu bekämpfen. Also sehr einfach, weil es ein ganz normaler Weltenboss ist. Dann als nächstes, auch wie bei jeder legendären Waffe, müsst ihr diese Erinnerungen sammeln. Die heißen jetzt diesmal Erinnerungen an Feuer und Zerstörung. Und ihr kriegt die, indem ihr Events abschließt, die was mit dem Drachen Primordus zu tun haben. Am Achievement selbst steht dabei, dass ihr Events in der Glutbucht und in Draconis Mons. Das sind natürlich beides Maps von der Living Story Staffel 3, die ihr dafür braucht. Und wenn ihr hier Events macht, habt ihr eine Chance, unterschiedlich viele von diesen Erinnerungen zu bekommen. Was allerdings leichter und schneller funktioniert, ist es, entweder Drachenhilfe-Missionen zu machen. Das sind ja diese 5-Mann-Content-Missionen aus dem Auge des Nordens, die man über das Portal starten kann. Man kann die aber auch solo machen, das schafft man auch. Hier kriegt man relativ viele von diesen Erinnerungen pro Run, ich sag mal so um die 30 Stück pro Drachenhilfemission. Das heißt, die könnt ihr beispielsweise farmen, wenn ihr die von Primordus auswählt. Was aber noch schneller geht, ist Drachensturm. Das ist auch ein Event im Auge des Nordens, was entweder alle 2 Stunden über eine öffentliche Instanz einfach beitretbar ist, aber man kann das Ganze auch zu 10 machen und es gibt öfter mal Gruppen im LFG, die einen 10-Mann-Dragonstorm machen wollen. Das geht sogar noch schneller und hier kriegt man mal locker so um die 80 von diesen Erinnerungen pro Run. Das heißt, wenn ihr das Ganze ein bisschen farmen wollt, dann könnt ihr das einfach mehrmals hintereinander machen. Das geht sogar auch mehrmals am Tag. Also auch wenn die Hauptbelohnung von Drachensturm nur einmal pro Tag bekommbar ist, diese Fragmente kriegt ihr bei jedem Run. Also könnt ihr das einfach 3-4 Mal hintereinander machen, sofern euch das nicht zu langweilig ist. Ich selbst, beziehungsweise wir, als wir das gemacht haben am Release-Tag, haben eine Mischung gemacht. Wir haben ein paar Drachenhilfemissionen gemacht und Drachensturm dann am Ende auch nochmal zusammen. Aber seid gewarnt, ganz am Ende dieser Sammlung müsst ihr sowieso nochmal Drachensturm machen. Also falls euch das nervt, 4-5 Mal hintereinander Drachensturm machen zu müssen, dann sucht euch lieber eine andere Möglichkeit wie Drachenhilfemission beispielsweise. Auf die Karten gehen und Events machen kann ich nicht empfehlen, weil das dauert wirklich ewig. Habt ihr es geschafft, die 250 Fragmente zusammenzufarmen, geht's danach aber wirklich nach Draconis Mons. Also hier müsst ihr jetzt wirklich die entsprechende Living Story freigeschaltet haben. Hier gibt es 2 legendäre Zerstörergegner, die heißen Estus und Ignis. Das sind wie so eine Art Meta-Event-Bosse, die auch zu bestimmten Zeiten auf der Karte spawnen. Man muss erst ein paar Vor-Events machen, wo man so verschiedene Zerstörerbauten zerstört um den Mittelpunkt der Map drumherum. Und wenn man das macht, dann spawnen ganz unten auf der untersten Ebene auf so 2 Inseln diese beiden legendären Zerstörer. Hier müsst ihr einen der beiden töten. Es ist egal welchen, ihr müsst auch nicht beide bekämpfen.
Es reicht hier einfach, einen zu killen, um das nächste Item dieser Sammlung freizuschalten. Wie auch bei allen anderen Waffen kommt dann als nächstes in der Sammlung ein Jumping Puzzle. Viele hatten vorher befürchtet, eventuell das Jumping Puzzle in Draconis Mons oder auch das Jumping Puzzle in der Glutbucht, was beides sehr, sehr lange und schwierige Jumping Puzzles sind. Zum Glück ist das hier nicht der Fall. Wir haben ein einfaches in Zentral-Tyria, nämlich nur Suhl, im Sektor Suhl, in den Baumgrenzenfällen. Das ist ein ganz, ganz uraltes Jumping Puzzle, was von Anfang an in dem Spiel ist und was auch nicht sehr schwer ist. Wer hier nochmal Hilfe braucht, einen Link findet ihr in der Videobeschreibung zu meinem alten Guide zu diesem Jumping Puzzle. Wichtig ist auch hier, wie bei den anderen Waffen, ihr müsst nicht einfach nur dieses Jumping Puzzle machen, ihr müsst am Anfang des Jumping Puzzles einen Kristall anreden. Und durch diesen Kristall kriegt ihr dann einen Buff. Sobald ihr den Buff habt, dürft ihr nicht mehr gleiten oder Mounts oder Portale benutzen. Das heißt, nur durch normales Springen müsst ihr jetzt das Jumping Puzzle beenden. Und am Ende im Endraum ist dann der zweite Kristall, den ihr dann mit aktivem Buff sozusagen ansprechen müsst, um hier die Sammlung weiterzumachen. Das Ganze geht aber nicht auf Zeit. Das heißt, ihr könnt euch hier auch in Ruhe Zeit lassen und das ordentlich machen. Habt ihr das Jumping Puzzle geschafft, ist es eigentlich auch schon so gut wie wieder vorbei, die Sammlung. Als nächstes geht es wieder zurück nach Arborstein zu Laivas. Auch der hat jetzt hier das gleiche Item zu verkaufen, was ihr auch schon für alle anderen Waffen vorher benötigtet. Beziehungsweise es ist zwar natürlich ein Item, was zu Primordus, zur Primordus-Waffensammlung gehört, aber es kostet das gleiche. Nämlich 200 Jade-Runensteine, die ihr durch Kisten öffnen in End of Dragons bekommt, 250 Erinnerung Orines, die ihr ebenfalls durch bestimmte Events, die was mit Drachen zu tun haben, große Meta-Events, die was mit Drachen zu tun haben, bekommen könnt, wie zum Beispiel Drachensturm und auch 5 mystische Glücksklee. Auch das haben wir alle schon sehr, sehr oft gehört. Die Jade-Runensteine und die Erinnerung Orines könnt ihr sogar einfach im Handelsposten kaufen, wenn ihr das Geld für habt. Die mystischen Glücksklee müsst ihr euch selber herstellen. Kauft ihr dieses Item, seid ihr jetzt mit dem vorletzten Item fertig und am Ende, ich habe es schon angesprochen, heißt es noch einmal Drachensturm erledigen. Das ist das letzte Event, was jetzt noch gemacht werden muss. Da ist es egal, ob ihr die öffentliche Instanz macht oder auch einfach wieder dieses typische 10-Man-Dragonstorm mit einer Gruppe und habt danach ja, die Sammlung freigeschaltet, ihr kriegt das Item, was ihr entweder zu Laivas zurückbringen könnt oder ihr doppelt klickt es einfach und könnt euch dann eine legendäre Waffe dabei aussuchen. Also eigentlich ziemlich einfach und ja, ich habe natürlich wieder das Großschwert genommen und wir werden jetzt mal gucken, was das Großschwert alles kann. So, ich bin wieder an meinem Lieblingsort im Königental, weil hier die Gegner schön leicht sind, dass ich die wenigstens auch eine Chance habe zu bekämpfen und zu besiegen. Also, gucken wir erstmal, wie die Ziehanimation von dieser Waffe aussieht. Wenn wir das Ganze ziehen, kommt auch irgendwas von oben runtergeflogen. Ich sollte vielleicht mal den Sound anmachen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht jetzt hier. So, also es kommt von oben. Wo haben wir es? Jetzt. Es kommt von oben. Ja, auch wieder so eine Art Blitz. Können wir sehen, von wie weit oben der kommt? Ja, also auch außerhalb des Bildschirms. Es kommt von relativ weit oben. Sieht aus wie so ein Meteoreinschlag. Dann gibt es eine kleine Explosion, wo der Einschlag halt ist. Jetzt ist hier gerade eine kleine Roleplay-Gruppe anscheinend, die hier an mir vorbei walken. Alles klar, schön. Lassen wir sie in Ruhe. Stören wir nicht. Dann fliegen noch ein paar Steine links und rechts weg. Ich ziehe einfach jetzt mehrfach. Es gibt auch so eine kleine Sonnenexplosion, sieht es fast so aus. Wie so Sonnenstrahlen, die dann aus dem Charakter rauskommen. Ist jetzt nicht so außergewöhnlich, finde ich. Da gibt es andere Drachenvarianten, die, ja, ich sag mal, außergewöhnlichere Ziehanimationen haben. Das ist jetzt wirklich hier einfach nur eine klassische Explosion, viel mit Feuer, wie man sich es halt vorstellen könnte. Ich finde auch zu Primordus, muss auch nicht unbedingt was aus dem Himmel runterkommen. Es wäre auch cool gewesen, wenn es aus dem Boden herausgequollen wäre, wie ein Vulkan oder sowas. Also bei Primordus, finde ich, muss nicht unbedingt was aus dem Himmel gefallen kommen. Aber trotzdem natürlich nicht schlecht, trotzdem ganz cool. Schauen wir mal auf die Fußspuren. Die sind natürlich relativ groß jetzt hier. Also die Fußspuren sind schon gut zu sehen und ziemlich groß, aber auch ähnlich wie von den anderen, Waffen. Es kommen halt so kleine Stalagmiten von unten aus dem Boden oder halt so Steine, Steinbrocken.
Es blubbert auch so ein bisschen Lava. Das ist eigentlich ganz cool. Es blubbert auch so ein bisschen Lava, blubbert ebenfalls nach oben. Das sieht natürlich cool aus. Also die Fußstapfen gefallen mir schon gut. Und die Waffe selbst, wie ihr seht, da läuft auch die ganze Zeit Lava nach unten. Also die tropft die ganze Zeit, sogar relativ viel. Wobei ich sagen muss, es sieht nicht richtig wie Lava aus. Also das hätte man vielleicht noch ein bisschen schöner machen können, wie das aussieht. Ich meine, es ist natürlich cool, dass die so tropft und dass hier so Lava runterplättert. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wenn man die Farbe jetzt einfach blau färben würde, dann würde es auch genauso aussehen, als ob einfach Wasser runtertropft. Und dann hat es nicht mehr viel mit Feuer oder Lava zu tun. Ich meine, klar, Lava ist natürlich auch flüssig. Aber ja, würde man das blau färben, wäre es genauso auch eine Wasserwaffe. Und die könnte den gleichen Effekt haben. Aber trotzdem ganz cool, dass man hier sowas an der Waffe hat. So, und jetzt müssen wir natürlich als letztes noch checken, was es für eine Kill-Animation gibt jetzt hier. Wir haben ja schon beim letzten Mal, haben uns ja die Jormak-Waffen angeguckt und die hatten ja eine riesen Kill-Animation. Die war ja wirklich richtig, richtig groß. Schauen wir mal. Oh, da haben wir es schon gesehen. Direkt der erste war es. Da kommt, also das ist das, hier kommt wirklich was aus dem Boden raus. Also da kommt wie so eine Art kleiner Felsbrocken, wie von einem Ausbruch von einem Vulkan, kommt aus dem Boden raus. Oh, jetzt direkt nochmals, fliegt sogar relativ hoch. Steine links und rechts kommen aus dem Boden. Eigentlich ganz cool. Die gefällt mir, die Animation. Ist, glaube ich, nicht ganz so groß wie die von... nicht ganz so groß und auffällig wie die von Jormak, aber trotzdem auch nicht schlecht. Ich habe gerade auch echt Glück, dass die oft ausgelöst wird. Okay, sagte er und ab dann passierte nichts mehr. Schauen wir mal, ob wir sie noch mal ausgelöst kriegen. Da oben sind immer viele Gegner. Gehen wir da mal hin. Da können wir viele nacheinander killen. Oh ja. Die ist schon cool, vor allem weil hier jetzt wirklich, also so habe ich mir auch die Zieh-Animation vorgestellt, dass wirklich was aus dem Boden kommt, weil bei Primordus stellt man sich ja schon eher vor, dass der die ganze Zeit unterm Boden lebt und wie so ein personifizierter Vulkanausbruch ist. Und da passt diese Kill-Animation jetzt natürlich sehr gut zu, finde ich. Auch wenn die nicht ganz so groß und auffällig ist wie die von Jormak. Aber gut, vielleicht haben sie deswegen auch die Zieh-Animation der Waffe nicht so gemacht, weil sie sonst wirklich zwei sehr gleiche Animationen hätten auf der gleichen Waffe. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass sie es nicht gemacht haben. Aber eigentlich ganz nett, finde ich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Waffe findet, wie ihr die Animation findet und ob ihr euch die vielleicht auch selber schon gebaut habt. Und oder welche ihr euch gebaut habt. Und ja, damit verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder im nächsten Video. Ciao, Leute.